Ich bin Merit Schneider, ich bin Nationalrätin der Grünen und arbeite nebenbei in der Gastronomie und im Obst- und Gemüsebau. Die Initiative gegen Massentierhaltung ist darum wichtig, weil wir jetzt den Weg einschlagen in Richtung einer standortgerechten Landwirtschaft, die der Topografie der Schweiz Rechnung trägt. Das heisst, dass wir wegkommen von der industrialisierten Massenproduktion hin zu einer kleinbäuerlichen Schweizer Landwirtschaft, so wie wir sie uns eigentlich gerne vorstellen. Die Industrialisierung der Landwirtschaft führt dazu, dass wir Tiere nicht mehr als Tiere anschauen, sondern als Massenprodukt. Man kann das sehr gut illustrieren am Huhn zum Beispiel, der heutzutage so aufgezüchtet ist, dass es in 30 bis 40 Tagen das Mastgewicht erreicht, in dieser Zeit nicht mal auf den eigenen Beinen stehen und 95% der Masthühner nie den freien Himmel sehen. Von dem möchten wir wegkommen. Die Initiative gegen Massentierhaltung braucht es, weil wir jetzt den Weg gehen in Richtung einer Landwirtschaft, die den Tierbedürfnissen Rechnung trägt, wo Tiere wieder auf die Weide lässt, wo Tiere raus an die frische Luft lässt und das Produktionssystem sich den Tieren anpasst und nicht umgekehrt.